Herzlich willkommen zur neuen Folge. Willkommen auf meinem Kanal. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich war mit einem Kollegen auf einem normalen Flohmarkt und von dort aus sind wir zu einem Dorfflohmarkt gegangen. Und an diesem Dorfflohmarkt gab es eine Besonderheit. 4 Gemeinden haben mitgemacht, ja, also die Gemeinde A, B, C und D, die waren alle nebeneinander. Die haben alle mitgemacht, das heißt 4 Dorfflohmärkte nebeneinander. Die Konkurrenz, ich sage euch ehrlich, war krass. Aber was wir da alles gefunden haben, werdet ihr jetzt sehen. Und das wird ein Zweiteiler. Ja, das wird ein Zweiteiler, weil das war echt sehr viel. Ja, bei 4 Dorfflohmärkten plus Flohmarkt, das sind 5 Märkte sozusagen. Alles in einem Video zu kriegen, ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, es wird einen Zweiteiler geben. Heute Teil 1, nächste Woche Teil 2. Und nächste Woche werdet ihr auch sehen, wie wir das geteilt haben, weil ich und mein Kollege Tanjo, wir teilen uns das oftmals, ja. Mal gönne ich ihm, mal gönnt er mir. Eigentlich gönne ich immer mehr als er, ja. Später werdet ihr dann sehen, was geteilt wurde, beziehungsweise ich zeige euch hier die Sachen in die Kamera. Die sind dann bei mir geblieben. Was ich jetzt nicht zeige, was ihr im Video seht, hat der Kollege Tanjo. So, viel Spaß damit auf jeden Fall. Also mit dem Video. Ja, haut rein. Bis gleich. Ey, ich hab schon Bock drauf. Victor? Vicky, ich hab schon Bock drauf, aber. Mal gucken, wie viel das kommt, Spiele, wie viel das kommt. Nein, Gerold, nimm 2-3 Euro. Ja, nachher ist es 50 Euro, ey. Was machst du denn da? Online waren 30, hab ich gesehen. Sofort drauf. Ich würde dir 20 geben. Dann hab ich wenigstens auch ein bisschen 5 Euro gespart oder so. Nee, nee, ist mir leider zu wenig. Noch sag was? Ich sag, ich würde auf den 40er runtergehen, erstmal wie gesagt, aber wenn nicht, behalte ich es erstmal noch. Ist ja nicht das Problem. Wäre doch wieder teurer. Ja, das ist eh schon sehr 30 gebe ich dir. Dann hast du es los. Ich bleib doch bei mir in der Sammlung. Ja? 30. Ich hasse Händler. Ich bin kein Händler, Junge. Junge, wo bin ich Händler? Kannst du mal zur Zeit jetzt nicht. Guck rein. Das ist kein Anmerkung dabei. Ja? Oh, total zerkratzt, Alter. Ich hab mit Edding reingemalt. Das ist Sonderzustand. Verkehrt rum. Ja, 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 schon rumgespielt, ja, weißt du. Das kann ist es. Viele Händler, ich hab auch Karten. Kriegst du es rein? Das ist für Michael besser. Ja. Hallo? Ja, nee, ich sag nichts dazu. Das hast du schon ein Standgebühr, 30 Euro. Guck mal, hier hast du schon 30 Euro. Kannst du schon wechseln? So, mein erster Deal auf dem Flohmarkt war hier dieses Spiel hier, Project Zero 2 für die Wii. Habe ich vom Kollegen gekauft, der vom Victor. Ich glaube, den kennt ihr auch von ein paar Folgen vorher schon, wo ich die Super Nintendo Spiele geholt hatte mit der OVP. Und ja, jetzt habe ich hier dieses Spiel geholt für 30 Euro. Das Spiel schwankt immer. Das gab es mal für 30 Euro Sofortkauf, 40 Euro Sofortkauf, 70 Euro Sofortkauf. Ich habe es dann für 30 bekommen. Ja, ich kenne ihn ja auch schon ein bisschen länger. Er kennt mich. Er arbeitet sogar im gleichen Betrieb. Ja. Und ja, von daher, 30 Euro ist okay. Nimmt man gerne mit für die Sammlung. Was war sowas hier? So CD? Kinder? Ein Euro. Euro. Kann ich beides für einen Euro nehmen? Ja. Ja? Hast du noch mehr? Ist eine CD drin? Ja. Was zugeklebt ist, ja. Ach, ja, also, ja, nee. War bestimmt für einen Kinderflohmarkt oder so. Ja, ja. Genau. Damit das nicht. Nee, ich will meinen Sohn, weil der hat die Bücher davon. Ja, ja, ja. So, und hier habe ich mir 2 Hörbücher geholt. Das magische Baumhaus. Wer meine Videos kennt, weiß ganz genau, dass ich die Dinger mal mitnehme und auch die Bücher. Mein Sohn mag die Reihe vom Magischen Baumhaus, ja, richtig cool. Ich zeige auch gerne sowas, ja, vielleicht bist du auch Papa, Mama und willst ein bisschen Inspiration haben, was Kinder mögen, also da kann ich das hier empfehlen. Das Magische Baumhaus, wirklich, wirklich klasse Sachen von denen. Den nehme ich gerne immer mit für kleines Geld und jetzt viel Spaß bei der nächsten Aufnahme. Und das war von den ganzen Dorfflohmärkten, würde ich sagen, der beste Hof. Morgen. Morgen.
Ja, ist ein Bock. Auch von dem Thema. Morgen. Was soll das alles pusten? Was ist das? Schwarz. Was ist das? Könnte ich mir mal die Bücher mir anschauen, die Harry Potter Bücher? Ja, klar. Teile und manche doppelt. Okay. Sind das die Erstauflagen? Wissen Sie das? Anti-He-Man-Sachen? Das kosten die Bücher? Das sind von den Jungs. So, was soll ich für so ein Buch haben? Eins, zwei, drei, vier, fünf Bücher hätte ich. Und das spielt eben auch schon das später drüben. Ja, 7 Euro. Wie viel? 7. 7? Ja, machen wir. Also. Ich warte nochmal wegen das hier, dann können wir ja zusammen alles Preis machen. Also, hier mit dem Scheiß hast du irgendwas für Figuren. Halt mal hier, siehst du? Ich bin Sammler. Ich suche sowas, ja. Ich habe jetzt hier die Buch gesehen, aber sowas ist eigentlich nicht. Ja, die alten Sammler. Was ist das? Unterschrift von wem? Von der Autorin oder ist das so von ihm? Nee, ich glaube nicht. Ja. Ja, das wär's ja, dann wär nichts mit 7 Euro. Wär witzig, gell? Ah, ne, steht überall was. Ah, scheiße. Ja, ja, das ich hätte noch das andere. Also. Ich sammle. Oh je. Oh, oh nein. Überall. Schade. Das sind die, die Bücher von Noel. Ja, meine Bücher wären. Hier. Ja, ich sammle halt nur diese Dickcover, ja, also diese Hardcover, ja. Warum schreibt man noch meine Bücher? Die Oma hat ihm gesagt, er soll immer seinen Namen reinschreiben. Klassiker für Leute, die. Ja, die lass ich mal kurz hier, die nehme ich auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist auch ein Karotz. Ja, wenn du willst, guck, aber es sind viele Zustände am Arsch. Ja, komm, jetzt nicht. Nimm jetzt doch nicht, oder? Ja, ja. Ja, komm, dann bring mal her, die Kiste. Ja, ja. Ja, ja. Zelda, schau, das sind Zustände sind halt. Die beide zusammen? Habt ihr Verwandtschaft auch? Und wie viele Familie Kleinste? In den Rücken. Scheiße. Keine Ahnung. Ja, das ist auch jetzt nichts Besonderes. Das geht nur für sie beide. Hier hat er sein Hand. Ja. Dem Land. Ich guck mal, was ist. Guck schon, ne? Ja, okay. Ja, ist das nicht Japanisch, oder? Was meinst du? Ich hab nur die drei so. Zelda ist mir auch ein bisschen zu. Siehst du? Siehst du? Ja. Star Trek Sachen auch? Star Wars? Lego Star Wars ist nicht fast ungespielt. Ist das was für dich? Was denn? Nee. Star Trek. Ich hab zwar was von Star Trek gesehen, aber reicht. Sonst hab ich keinen Platz mehr. Ja, das ist schwierig. Machst du das? Das ist 2000X-Serie. Ein bisschen vermischt. Ist neu, oder? Neuauflage? Ja, das ist die Origin. Oh, man hat gesagt, ich soll das. Soll ich nicht erst? Wir müssen ein bisschen sortieren jetzt. Wir kamen so überrascht. Ja, ja. Habt ihr noch mehr zum Super Nintendo noch oder so? Hä? Nee, Super Nintendo ist nee, ich meine Konsolen die oder Konsole so. Konsole habe ich drin, ja. Und Gamecube Konsole, und so auch? Nee, nur Spiele, alles mögliche. Sega? Super Nintendo? Nee. Okay. Ich kann die anschließen gerne. Ich habe Fernseher dabei. Das lange, das glaube ich nicht. Hä? Hä? Mal, guck mal, ich weiß es nicht. Ich schau mal, ob die Schwerter und so zurückkommen. Immer ein Nenner. Nur ein Geh, guck mal. Das bestimmt ihr.
Das ist so ein Pandit, ja. Ja, das Pandit, ist alles. Was wirken, oder? Ah, nee, das ist auch kaputt. Die Hülle, ja. Ja, ich sag mir, wenn dann das ist das noch okay ist. Ja. Die Schierpannen. Warte. Ja, das ist gut, gut. Ja, ist das? Noch mehr was an Konsolenspielen? Ja, das ist von Nintendo zum Aufladen. Nur was jetzt? Jetzt, ja. Jetzt alles draußen, ne? Ja. Okay. Hä? Spiel auch? Oder? Ich weiß nicht, Spiel. So. Oh. Alles der Papa aus, das hier. Der ist da vorne mit hin. Ja, der ist da vorne mit hin. FIFA 23 können wir jetzt dann bald kaufen, wenn du willst. Stell sie da unten immer. Stell sie einfach daneben dran, dann gucken wir mal, machen wir 3 Euro plus 4 oder so. Ja, wir sind noch nicht fertig mit aussortieren. Das wird ein bisschen erster Stand. Kann da eben ein Auto von unten sein? Ich bin noch nicht mal fertig mit aufbauen. Ganz langsam. Was machen wir mit den Playstation 4 Spielen? Keine Ahnung. Das ist aber nur Sport, ne? Ja. Das meiste, ja. Alles, was die Kinder so nicht spielen. Warte mal kurz. Das ist von drüben. Selber, wir sind ja. Ja, Platinum. Willst du? Ich mag kein Platinum. Ja, geht her, aber es sieht aber Zustand. Was ist das für ein Spiel, ey? Wo ist mein Rucksack? Achso, im Auto. Habt ihr noch mehr Spiele? Oder nur? Das tue ich mal kurz weg, das war von drüben. Ja, nur für die Wii haben wir, glaube ich, noch was. Ja, willst du gerne mal gucken? Ja, für die Wii. Genau, lass ihn mal durchgucken. Lass euch heiß. Oder? Okay, ab jetzt sind wir. Wo sind die 4 Spiele? Genau, machst du einfach keine Ahnung. Keine Ahnung, was denn sowas nimmt. So. Ich mach mal ein Angebot. Okay. Was haben wir denn? Ich hab keine Ahnung. Ja. Ach, genau. So. Mama, ich hab immer so klar. Die auch? Ich will ja nicht mehr haben, oder was? Okay, hier sind nochmal 4. Mama, Moment, Lara. Ich hab den Abstand gemacht. Lass dir die unten Hunde mit PS4. Sie könnt ihr jetzt mal sortieren: PS4 zu PS4. PS3 zu PS3. Ich würde sagen, für alles. 20? Wie sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19 Spiele. Ja, 20, ja? Ja, sehr gut. So, jetzt möchte ich aber weiter naschen. Bitte schön. Und möchte ich bitte weiter naschen. So, dann zum nächsten Stand. Danke. 5000 Kamera. Ich bin aber nicht hübsch. Wo Farbe? Das. Also, und das habe ich auch noch hier. Wer ist der Chef hier? Ja, eigentlich ich. Ne? Aber also was soll ich mit dem Buch haben? Was hat er gesagt? Bücher, Bücher sind eben. Achso, was hast du gesagt? 7, gell, für alles. Jetzt, weil es alles reingekritzelt ist, würde ich sagen 5 vielleicht. Und das Spiel, also das wäre das Spiel. Also Bücher 5 würde ich, gebe ich das mal 5 für die Bücher. Und Spiel machen wir separat. Dann? Das ist auch von hier. Okay, dann steht hier. Für die Bücher erstmal 5 Euro. Wer will? Danke. Bitte. Ja, gut, das Auto hier ist ey. Also, ja, super. Super, danke. Was ist denn das? Achso, das war die DS, ja. Also das hier. Das auch nicht. Das stelle ich mal hier. Diese Bereiche. Überfordert mich ein bisschen. Ja, ich weiß, ich davon ausgegangen. Ja, genau, das fängt an.
mittlerweile auch schwer geworden, ja, an so Sachen ranzukommen. Gerade bei den alten, ja, Vintage-Figuren, ja. Das sind ja, die kamen ja später raus, das sind so 2000X. Oh, guck mal, das ist die Konsole, die er gestern links hatte, der Arian. Ja, guck mal. Was will der haben? Was sagt ihr denn? Wo ist mein Stapel? Ich muss jetzt mal gucken, was du hast. Achso, mit den Figuren? Ah, okay, dann können wir ein PSP vielleicht machen. Also 130 maximal würde ich sagen, aber mehr niemals. Ohne Figuren, ne? Nur spielen. Ja, ja. Ohne. Ist okay, 130? Ja? Okay, super. Dann gib du das Geld an. Ich will jetzt nicht so viel Geld. Ich trage zum Auto schon mal. Ich brauch den Tüten. Ja, oh, okay. Für die Bücher, ja. Hast du Auto offen? Nee. Was war? Gegenüber ist auch was, ne? Hä? Gegenüber? Hä? Aldo, ja, den schon. Ich nehme noch ein bisschen was mit. Das ist mein Keyboard. Jore, ja. Ja, ja, aber. So, 1, 2, 3, 6. Können wir da 4 machen noch? Nehme ich mit? Ja. Ja, okay. Nehme ich noch mit. Oh, Walid, wie geht's dir? Bitteschön. Ey Leute, was war denn das bitte? Was für ein Hof war das? Masters, Bücher, Games, Konsolen, alles, was wir suchen in einem Hof. Vor allem diese Bücher, das sind alles Erstauflagebücher, ne? Also von der ersten Auflage. Habe ich sehr gerne mitgenommen. Habe dafür bezahlt am Ende 5 Euro für die ganzen Bücher hier. Ja, also insgesamt 5 Euro bezahlt. Sind schöne Bücher dabei, das ist auch doppelt dabei hier, das hier. Und ja, in dem Hof haben wir alles dann aufgekauft sozusagen, die Masters-Figuren, da wollte er glaube ich ein bisschen zu viel. Am Ende haben wir gehört, dass er das für 30 Euro abgegeben hat, alles. Weiß nicht, ob ich das glauben soll, da war jemand da mit einer Tüte Masters, hat gesagt, ja, der hat das alles von da für 30 geholt. Ob das stimmt, weiß ich nicht, wenn ja, GG auf jeden Fall, der richtige Schnapper. Und was ich jetzt euch zeige, habe ich geholt. Was nicht im Bild ist, hat natürlich Tanjo bekommen. Ja? Ja, für die Bücher auf jeden Fall 5 Euro. In dem Hof waren ja zwei Parteien, einmal links, einmal rechts, habt ihr gesehen. Das mache ich jetzt alles in ein Video rein, weil ich habe jetzt keine Ahnung, von wem ich was geholt habe. Hier sind jede Menge Spiele, die ich für mich behalten habe. Und für 19 Spiele habe ich ja dort geholt, für 20 Euro. 19 Spiele, 20 Euro. Und dann war ich ja nochmal dort, habe da nochmal 4 Euro bezahlt für 6 Spiele. Ja, also richtig nice. Schöne Spiele waren auch dabei. Ich zeige euch mal hier die Spiele dabei. Einmal hier Ni no Kuni oder Ni no Kuni 2. Kingdom of Hearts. Akrania. Ich glaube, das teuerste Spiel in dem Lot war Game of Thrones. Dann haben wir hier Plants vs. Zombies, Ghost, ein richtig cooles Spiel, haben wir auf der PlayStation 5, macht wirklich Spaß das Spiel. Dann haben wir hier Injustice, würde ich sagen. Dann hier einmal G-Stars vs. auch nicht so günstig, glaube ich, Scooby-Doo, ja. Monkey Ball, Batman. Das Videospiel, Micro Machines, dann hier Galactica, Crash, dann haben wir noch ein Crash-Spiel und auch ein bisschen teurer, Futurama, komplett mit Anleitung und einmal Demon Stone. Ja, das Futurama, also hat mich echt überrascht gehabt. Ist auch komplett, ne? Alle Spiele sind komplett sogar. Ist echt teuer gewesen. Und jetzt, was ihr an PlayStation 2, 3, 4 bei mir nicht gesehen habt, hat der Tanjo. Ja? Und was noch im Hof gab, das war der nächste Deal. Genau, das war dann für
130 Euro. Da war eine Super Nintendo dabei. Da war dieses DS von Zelda dabei. Allein das Ding kostet schon knapp 200 Euro oder mehr. Habe ich in Tanju überlassen. Die Super Nintendo habe ich auch in Tanju überlassen. Ja, also er hat schon coole Sachen von mir abbekommen. Was ich noch für mich rausgesucht habe, war hier einmal Terminator 2 für die Super Nintendo. All Stars für Super Nintendo. Street Fighter für Super Nintendo. Spider-Man und X-Men für die Super Nintendo. Einmal hier Link. Ja, auch schön. Da steht leider der Familienname von den Kleinen. Tom und Jerry. Und Solst Eis. Würde ich sagen, was das ist. Ja, dafür haben wir 130 bezahlt. Und da hatte ich aber, ich habe noch ein Gerät, sehe ich gerade, mit Ladekarte. Funktioniert auch. Der Akku ist auch noch in super Zustand. Ein PSP E1400, oder? War das E1400 oder was war das? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich blende es euch auf jeden Fall jetzt ein. Ja, das hier, super Zustand, sehr schön, auch schön sauber. Das war auch noch dabei, ja. Und, Kabel, aber leider kein original PlayStation. Ach, da war noch was dabei, sehe ich gerade. Ein PSP-Spiel, und zwar das hier, GTA. Ja, das heißt, ich habe für die ganzen Harry Potter Bücher, die ganzen PlayStation 2 Spiele, 3, 2 und 4, Super Nintendo Spiele, NES Spiele, PSP, ich habe bezahlt, hier ist meine schlaue Liste, einmal 130 geteilt durch 2 sind 65. Ich habe glaube ich abgerundet, 72, ja, knapp. Roundabout 75 Euro habe ich bezahlt. Mit den Harry Potter Büchern, mit der Konsole, mit dem ganzen Spiel. Und ja, vor allem darüber habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut. Das hier und Futurama. Ja, die fand ich richtig geil, dass die da dabei waren. Die Dinger, also vieles von hier behalte ich auf jeden Fall auch. Ne? Vieles geht in meine Tauschkiste. Ja, das war der Deal im Hof. Also PlayStation-Spiele. Also, einen Geber haben sie nicht gehabt, ne? Weil sie gesagt haben, so einen alten. Nee. Doch, haben wir auch, aber den hole ich euch nicht. Okay. Also, so ein Spiel kosten dann. Das ist eine Ansage, ja? Wenn kein Gameboy rauskommt. Wenn kein Gameboy rauskommt. Euro. Hä? Euro nee, dann? Nee. Was wollen sie dafür? Ist wertvoller. Was wollen sie dafür? Weiß ich nicht, also ein loses Spiel. Ihr sammelt doch. Ich sammle. Ihr wisst doch genau. Was sagen sie im Preis? 5 Euro. 5? Ich hätte dann gesagt 3. Ha? 3. 5. 3. Ja, ein bisschen. Das Internet gibt mehr und die sind leichter zu schicken. Genau. 3 Euro? Genau. Nicht? Ha? Komm, 3? Dann machen wir 4. Ja, bei 4 okay. Hauptsache gehandelt. Ja, da beruhigt mein Sammlerherz das auch, mein Händlerherz. Ja, ja. Können Sie 1 Euro rausgeben? Ja. Ich glaube, 5, ja. Für 4 Euro habe ich das, glaube ich, bekommen. Für 4 Euro. Ist in Ordnung. Schönes Spiel. Was ich halt cool fand. Da hat jemand versucht, das damals abzupausen. Ja. Ja. Für 4 Euro ein Dragon Ball Z Budokai 3 Spiel ist in Ordnung. Also 2 Euro für das, ja, nehme ich an. Ja. 1 Euro. Sowas nehme ich auch immer sehr, sehr gerne mit. Und zwar so Anleitungen, Betriebsanleitungen für die PlayStation 1. Ja. Wenn man irgendwann eine OVP hat und sowas fehlt, hast du es jetzt daheim. Für 2 Euro finde ich das geht in Ordnung, 1 Euro pro Heft. Ja. Und ja. Moment, ich wollte durchblättern. Hier, zack, 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 zack. Ja. Sieht doch cool aus. Für 2 Euro macht man da auf jeden Fall nichts falsch und nimmt auch nicht viel Platz weg. Hallo. Haben Sie was an Videospielen hier? Nein. Für PlayStation ist das auch nicht, ne? Achso, kann sein, ja. Kann sein. Still. Das Original, viel Scheiße. Was soll das hier kosten? So ein Plüschtier? 50er. 50 Cent? Ja, mach ich. 50. Oh, das ist ein Plus. 50 Euro nehmen wir auf.
Mein letzter Deal auf diesem Flohmarkt war ein Original-Plüschtier von Pokémon, und zwar Turtok. Ja, richtig geil mit seinen Kanonen da. Ja, für 50 Cent mitgenommen. Das war mein letzter Fund für Teil 1. Ja, nächste Woche, mein Lieben, kommt Teil 2. Und ja, aber ich kann euch schon mal ein bisschen Spannung wegnehmen. Das, was wir jetzt eben gesehen haben auf diesem geisteskranken Hof, das war mein Highlight. Ja. Aber ich war nochmal auf diesem Hof. Ob ich da wieder was mitgenommen habe, sehen wir dann nächsten Freitag um 15.30 Uhr. Und weitere Deals. Ja. Es war halt ein Flohmarkt. Und ihr werdet dann noch einen kleinen Ausschnitt sehen, höchstwahrscheinlich vom Auto, wo wir uns das aufgeteilt haben, beziehungsweise einen kleinen Einblick, was wir alles aufgesammelt haben an den Tag und uns aufgeteilt haben. Ihr habt gesehen, ich habe ein sehr großes Herz. Ich habe dem Zelda überlassen, die Super Nintendo überlassen, ja, schöne Konsolen und sehr teure Sachen überlassen. Und nächste Woche ist es nicht anders. Da habe ich ihm wieder zwei, drei schöne Sachen überlassen, sehr teure Geräte wieder überlassen. Ja, Patron, Herz. Das war's, euer Patron. Kuss, Kuss, ciao, ciao.